Letztes Mal in Tales of Symphonia. Er ist nicht von Tethiala. Oh! 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 Hallöchen, China! Und nun zurück zum Auftrag der Engel. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Symphonia. Und bevor wir jetzt zu Chinas Spruch kommen, ganz kurz rekapituliert. Beim letzten Mal haben wir es einmal mehr geschafft, als Verräter abgestempelt zu werden, weil wir zurück nach Silverround wollten. Warum wollten wir das? Um Colette zu retten, denn die Fassung für den Kristall, den Colette trägt, die wir angefertigt bzw. repariert haben, hat nicht gereicht. Colette ist leider immer noch in ihrem besessenen Zustand. Und wir wollen ja verdammt nochmal endlich was dran ändern. Zum Schluss haben wir aber auch erfahren, dass unser werter auserwählter Zelos hier genau im Auge behalten werden sollte von uns. Weil der hat schon ein paar Mal versucht, China unter der Dusche zu beobachten. Und ich bin nicht sehr begeistert von der Idee, dass er das auch bei Presea und Colette versuchen könnte. Das werden wir mal schwerstens vermeiden. Ansonsten gibt's nicht nur eine Ohrfeige, sondern wir machen ihm direkt einen Kopf kürzer. Der Typ geht mir sowieso auf die Nüsse. Ja, denn seiner Schleimspur und Arroganz, das ist kaum zu ertragen. Und mal gucken, was Chinas Spruch dazu zu sagen hat. Na, der wird es besser, der wird es besser. Was machst du da? Nichts. Ich wünsche mir für Colette, dass sie wieder normal wird. Sonst nichts. Ach so, ich verstehe. Ich hoffe, sie wird bald wieder normal sein. Ja, ich auch. Ja, das hoffen wir alle. Aber schön, dass China inzwischen so auf unserer Seite ist, dass wir sie überzeugen konnten. Und wir steigen jetzt aus dem Gully empor. Ist natürlich auch überhaupt keinem aufgefallen, ne, dass wir da jetzt so, Gut, wie dem auch sei, wir müssen auf jeden Fall dringend zur Brücke, um unsere Freunde, die da verschleppt wurden, zu retten. Das muss jetzt fix gehen. Wir werden auch ohne Umwege jetzt mal hinmarschieren. Wettlauf mit der Zeit. Verdammt, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Na, ein Teil der großen Brücke von Tethiala ist eine Zugbrücke. Wenn sie die Brücke heben, können wir nichts mehr machen. Na, Abnahme der Geschwindigkeit wegen Sprechens während der Bewegung. Ach ja, Presea hat recht, wir müssen uns beeilen. Hat sie schön beschrieben, This is gonna be a piece of cake. Ist das so? Es latschen schon Zombies rum, sind wir jetzt bei Walking Dead oder was? I wanna go home. Och, Prisea, ja, wir werden dir helfen, aber jetzt haben wir erstmal einen anderen wichtigen Punkt. So, jetzt aber nichts wie los hier, bevor die Brücke heben. Oh, es geht, es geht nicht schon los. Ich dachte schon, weil der Aufgang hier war, konnte ich mich gar nicht erinnern, dass es hier leicht nach oben ging. Aber wir müssen uns jetzt sputen, über diese Brücke zu kommen. Es sieht so aus, als hätten wir noch die Möglichkeit. Es ist noch nicht hoch. Es ist noch nicht oben hier, wie es aussieht. Oder? Wird sich hier noch irgendwas in den Weg stellen oder werden wir wirklich das Ziel erreichen können? Ich bräuchte mal einen Speicherstand. Ich habe schon länger nicht mehr speichern können. Warte mal. Ich sollte zurückgehen, glaube ich. Ich, Idiot, hätte im Gasthaus nochmal speichern können. Naja, da müssen wir jetzt hier irgendwie durchkommen und hoffen, dass hier nichts passiert, was uns killt, weil ansonsten muss ich eine ganze Ecke wieder neu aufnehmen. Die ganze letzte Folge im Prinzip. Beziehungsweise nicht neu aufnehmen, aber nochmal spielen, bevor wir hier wieder an die Stelle kommen. Und da sind wir. Oh Mann. Rainy und Janice, wir müssen die da rausholen. Haben wir's? Alter! Mach doch sowas nicht! Damn! They're trying to cut us off!
Come on, we'll have to jump it. Whoa, wait, time out. Are you nuts? We'll die if we fall from here. Alter, du versaust uns gerade, merkst du das? Kannst du nicht schwimmen oder was, du Affe? And if we abandon them, they'll die too. Let us continue our pursuit. Was ist denn das für eine Flachzange von Auserwählten, Alter? Der kriegt ja gar nicht auf der Reihe, ey. Komm. Und abwärts. Oh, did he help? Und Colette schwebt einfach mal darüber hinweg. Safe landing due to an unknown force. No damage detected. Was bist du, ein Android? Phew, thought I was gonna die. Thanks, Sheena. I'm sure glad I was able to summon her. Excuse me, but Professor Sage and Genus are... That's right. We have to save them. Auf geht's. Schön, wie Colette da reingeschwebt kam. Damn. He must have escaped. Alter, das ist doch eine Fallgrube hier, oder? Lloyd, stell dich mal einen Meter zurück. Das wäre, glaube ich, besser. Give us back our friends. Silence. I kill you. Sorry, den kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Das reicht aber, ja. Freund. Na also. I wanna go home. Ja, wir sind ja dabei, dich heimzubringen. Keine Sorge, auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Aber wir haben wichtigere Ziele. Everyone. Oh! Sie sind tatsächlich entkommen. Ja, cool. You came to rescue us. Of course. You're our friends. But we're half-elves. Na und, aber gerade ihr müsst doch wissen, dass das überhaupt keine Rolle spielt. So, what's your point? Lloyd! What about the Tethiala half of our group? Do you mind if we join up with you? Ach so. I'm from Mizuho. We're not exactly mainstream either. We're not that different. Schön. To tell you the truth, I can't say I'm really kosher with this. Then again, people have always treated me differently, saying that I'm a descendant of angels. So in a way, we're a lot alike. Naja, da hätte ich jetzt einiges gegen zu sagen, aber wir lassen die Diskussion mal lieber bleiben, das kostet nur Zeit. I just want to go home. I see. All right then. By the way, why is Sheena here? I have orders from my chief. I'm supposed to observe your activities. That's typical of Mizuho. They're trying to decide if they should side with the king or you guys. Okay. So now we have two people keeping tabs on us. Ach, na, um Sheena mache ich mir wenig Sorgen. Ich meine, mit ihr haben wir uns ja schon vorher relativ gut verstanden. Die Feindschaft ist ja aus dem Weg geschafft und ich denke, das wird auf jeden Fall das kleinere Problem. Das größere wird auf jeden Fall hier der Auserwählte. Ich traue ihm einfach nicht über den Weg. But I'm not trying to do anything or get in your way or anything, so... Ja, ja, pack die Zundere wieder ein, wir werfen dir doch gar nichts vor. We know that already. You're an honest person, perhaps to a fault. At this point, I'm okay with anything. Now we just need Sheena to form a pact with Volt and we can get those Riards working. Oh, ja klar. Die Idee ist ja mal gar nicht so schlecht. Volt? Klar, Mann. Das wird schockierend. Sheena? Nothing. Ja, ich weiß, der war ganz schlecht von mir. Then shouldn't we go get the Riards first? Either way, Volt's temple is on the other side of the Grand Tethiala Bridge.
Okay. It'll be faster if we pick up the Riard, since the bridge is closed off right now. Pick up? How are you planning on moving those things? Just leave that to me. Okay. Ich habe zwar noch meine Zweifel, dass du tatsächlich in der Lage sein wirst, dich in irgendeiner Form nützlich zu machen, aber wir werden sehen. Ich, I prepared a secret weapon just in case something like this happened. What secret weapon? It wouldn't be any fun if I spoiled the surprise. Now let's get going to the Fuji Mountains. Die hatten mir eine zu gute Laune hier in der Situation irgendwie. Naja. I can't believe we're gonna have to climb that mountain again. Lasst uns das mal neutral sehen und mal gucken, was er am Ende wirklich auspackt. Viel Erwartung habe ich nicht. So, Janice und Rainy sind wieder dabei. Wir können die Gruppe aber trotzdem erstmal so lassen, würde ich sagen. Ja, ich denke, wir lassen es erstmal so, auch damit die beiden jetzt noch ein Level bekommen. Colette ist 29, das nervt mich ein bisschen, aber ich will sie halt im Kampf jetzt auch nicht riskieren. Ich weiß nicht, was passieren wird. Halbelfen in Tethiala. Reide und der Rotzlöffel sind also wirklich Halbelfen. Ja, und? Wirst du sie deshalb auch diskriminieren? Sicher mag es sich so anhören, aber du musst es verstehen. So wurde ich erzogen. Halbelfen sind dumme, wilde, schmutzige Kreaturen. Wo denn? Du Idiot! Nun, werde nicht gleich wütend. Ich gebe nur die allgemeine Meinung wieder. Nun, ich bin doch nicht so lange mit ihnen zusammen, aber ich kann sagen, dass sie auch nicht anders sind als wir. Na, dann ist ja gut. Das zu wissen, aber nicht fähig zu sein, zu diesem Wissen zu stehen, das macht Diskriminierung aus. Okay. Naja. Wie man's nimmt, okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder nach Süden ins Gebirge. Und unsere Maschinchen da holen. This is gonna be a piece of cake. Okay. Beef, Sonic Light Spear. Okay, sieht doch gut aus. Ich würde jetzt aber, während wir hier unterwegs sind, ich gehe das Risiko jetzt mal ein. Und halt, stopp. Werde Colette mal reinholen gegen Zelos und mal gucken, was passiert. Ich will nur mal wissen, was passiert. You're in for a world of hurt. Sonic Sword Rage! Kämpft sie? Devastation! Ich habe jetzt zu sehr auf Colette geachtet, deswegen nicht so auf die Gegner, sorry, deswegen sah das jetzt komisch aus. No way! Kämpft sie normal oder ich kann es nicht so richtig einschätzen? Aber es sieht so aus, ne? Tut sie was? Ja, sie tut was. Nicht viel, aber sie tut was. Okay. Ich bin mir aber trotzdem nicht ganz sicher, weil ich habe so den Eindruck, sie hat jetzt für ihre Verhältnisse relativ wenig gemacht. Deswegen lassen wir das mal noch nicht, dass das irgendwie bei einem größeren Kampf dann hier spontan in die Hose geht. Und hinauf aufs Fuji-Gebirge. Nee, sind also wirklich Monster aufgetaucht, hä? Aber das Ritual der Erneuerung wurde noch gar nicht abgeschlossen. Also was geht hier vor? Nun, wenn es nicht auf eine Abnahme des Mana zurückzuführen ist, ist es vielleicht das Werk von Kruxis. Um Colette zu schaden? Ah, können die sowas? Nun, es ist ja nur eine Vermutung. Wir wissen es nicht. Ja, hat Rainy recht. Oh, ja. Hallöchen. Achso, das ist ja gar nicht so ein, stillstehender Schädel, ne? Jo, das sieht doch nicht schlecht aus. Zwar kein Great, aber naja. Ja, ich habe den jetzt als besonderen Gegner wahrgenommen, war er jetzt aber doch nicht so. Ist egal. Wir zischen weiter und
besorgen uns unsere Maschinchen, sobald sich ja mal nicht mehr dauernd irgendwelche Viecher in den Weg stellen. Das war ein bisschen zu spät. Okay, den haben wir trotzdem. Evil doesn't stand a chance. Oh, warte mal. Hatten wir nicht noch eine neue Karte für China? Warte mal hier. Ausrüstung. Wir gucken mal eben durch. Bei uns ist jetzt nichts großartig, ne? Aber ich meine, für China hatten wir was. Genau, die Feuerkarte. Bringt das... Oh ja, die hat viel mehr Angriff. Die bekommt sie. Guti. Wunderbar. Ich habe mich bei der Kiste dran erinnert, wo wir in der Kiste vorbei sind. Da lag das Ding nämlich, glaube ich, drin. Deswegen hat mich das jetzt dran erinnert. Wollen wir mal kochen? Ja, wir kochen mal eine Runde gebratenen Reis, weil das füllt uns beide Balken auf. That was disappointing. Ein bisschen, ja. Allerdings auch von meiner Seite. naja. Wie dem auch sei, wir wandern weiter. Ach, daneben. Oh ja, dann halt nicht. Cake. Die geben aber nicht allzu schlechte Erfahrungen hier alle, ne? Es geht schon. Da kann man sich schon ab und zu mal in den Kampf verwickeln. So das Gefühl. So. Okay, das ging verdammt schnell. Das hat auch nicht viel Erfahrung gegeben. Das habe ich fast geahnt. Aber wir können mal kochen, damit wir uns wieder ein bisschen aufladen. Muss ich da nicht immer so viele Items verschwenden. You're in for a world of hurt. Heavy tiger blood, beast! Die, infliction! Demon, light spear! Side tempest, rush! That was so pretty. Beast! That was just warming up. Okay. Ja, eine große Herausforderung sind die Gegner nicht. Oh, wir werden mal sichern. Sicher nicht, dass sich uns hier irgendwas in den Weg stellt, während wir die Teile hier bergen. Hey Zelos. How are we going to carry these? Jetzt bin ich gespannt, was zu bieten hat. Oh, I'll show you. Come over here for a sec. The fuck? You've walked right into my trap, fools. Ach, komm schon. He just called you a fool. Zelos is clumsy. Dankeschön, Prisea. Sehr schön. Ah, I'm so sad now. Ja, jetzt müssen wir mal jemanden vermöbeln hier. You, retrieve the Riards. Yes, sir. This time you're mine, Lloyd. Aber warte mal. Was macht denn der Entethiala? Der sollte doch gar nicht hier sein, oder verwechsel ich da gerade was? Damn! Oh, Lord Ewan, what brings you to this place? Und wer genau bist du? Nicht, dass ich da deinen Style nicht geil finden würde, aber du bist mir trotzdem leider irgendwie unsympathisch. I think I've seen that lady somewhere before. I should ask you the same, Pronima. The role of you designs is to wreak havoc upon the declining world. Aha.
Ja, lass den Scheiß mal sein. I have come here on Lord Yggdrasil's order to retrieve Colette. Please turn her over to me. What? Vergesst es. Fine. But in exchange for handing over the Chosen, I'm taking custody of Lloyd. I trust you have no objections. Vergiss es, Alter. Du nimmst Colette nirgends mit hin. I've received no orders in regards to him, so please do as you wish, my lord. Nein! Colette, don't go! A futile effort. Your words cannot reach a Chosen who has lost her soul. What is this? Why is there such a crude key crest upon the Crucius crystal? How pathetic. I shall remove this ugly thing at once. Nein! No! Oh! Oh! Kommt sie zurück? This is a birthday present that Lloyd gave me. Oh! Colette spoke! Colette, are you back to normal? Also, vermutlich nicht vollständig, aber die Tatsache, dass ihr das Geschenk von Lloyd weggenommen wird, hat sie wahrscheinlich mal kurz zurückgeholt. What? Why is everyone inside that thing? Die Story ist jetzt zu lang, um das zu erklären. Sieh zu, dass du da wegkommst! Impossible! Haha, nix ist unmöglich. There's no way that pitiful key crest could restrain the Crucius crystal. Wow, not bad, Lloyd. How could this happen? Still, in the end, it is but a worthless bauble. It shan't last long. Now, come with me. Let me go! Ach, Colette. Whoops. Sie hat mit ihrer Tollpatschigkeit mal wieder genau richtig gelegen. Die hat ein Talent dafür, eigentlich einfach nur zu stolpern, über Dinge zu stolpern, die uns aber am Ende das Leben retten. Oh, oh no, I broke it. Alles bestens, Colette, du hast uns damit befreit. Mach dir bloß keine Vorwürfe. All right, good job, my little Colette. I think I'm falling in love. Hey, Freund, das kannst du knicken. Now that's our Colette. Some things never change. Schön. That brought back some painful memories. Ja, ja. Allerdings. Colette! Lloyd! Lloyd, thank you for the present. I was so happy. I was really happy. But there wasn't anything I could do at the time. It's okay, don't worry about it. Behind you. Jetzt gibt's erstmal Kloppe. You impudent. Prepare to die. Ja. Such dir einen Spiegel und sag's dem. You will pay for making a fool of me. Die Mucke ist geil. So, mit was haben wir es denn hier zu tun? Oh, die Mucke geht aber wirklich, ey. Krass. So. Gegen Dunkelheit ist sie empfindlich, ja? Haben wir da nicht vielleicht irgendwas? Ah, nee, ich muss nochmal. Genau, jetzt kann ich Items. Kann ich mir vielleicht irgendwie. Schwarzer Quarz, jawohl. Dann gib mir den doch mal. Und dann werden wir direkt mal drauf gehen hier. Wow. Cheat. Tagarazium. Ready for this? Take this. Beast. Rush. Beast. Take this. First aid. Take. Neoparazium. Oh. Take this. Okay. Guardian seal. Na dann einmal richtig drauf jetzt hier. Sonic Beast. Wind blade. Fire seal. So, wie sieht's denn aus? Na, da ist schon noch einiges übrig. Das wird eine Weile dauern, habe ich das Gefühl. Wir sollten aber mal unserer lieben Presea hier ein bisschen was zukommen lassen. Ein Mischgel vielleicht? Ne, braucht sie eigentlich noch gar nicht, ne?
Ein Apfelgel reicht an der Stelle eigentlich. Alter, teleportiert die sich einfach aus meinem Angriff raus? Das kann ja wohl nicht ernst sein. Oh, warte mal, wir haben hier unseren Vollidioten verloren. Ich muss ihn ja leider wiederholen. Und ich hätte jetzt gern mal ein Ananasgel. Genau, so. Na, aufpassen. Das geht sonst in die Hose hier. Ich nehme mir jetzt ein Mischgel. So, und dann... So, und dann brauchen wir auf jeden Fall ein Wasser des Lebens für unsere gute China. Alter! Die haut schon ganz schön rein, so ist es ja nicht, ne? Das muss man schon mal so sagen. Aber es ist nicht mehr viel, es dürfte nicht mehr viel übrig sein. Genau, wir haben sie gleich. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das kriegen wir auf die Reihe. Also, da liegt sie. Alter. Na, also. Lord, you just... You picked the wrong guy to mess with. Ah, okay. Hat den Titel Großschnauze erhalten. Ja, na, das passt zu ihm. Wir kochen mal eine Runde. This is the perfect opportunity. Ewan, I'm going to settle our score right now. Gute Idee. Lass ihn uns verkloppen. Warte. Kratos. Ach, du willst wohl auch einen Kopf kürzer gemacht werden, Freund? What are you doing here? Leave, Ewan. Lord Yggdrasil has summoned you. Ja, und ich summone dich jetzt hier gleich. Yeah. Are you taking the Chosen? No, we shall leave her for now. It's the toxicosis. I see. Lloyd, our battle will have to wait. What? Was? Warum? Ich versteh's gerade nicht. Was ist jetzt mit der Toxikose? He's an angel too? Oh. Ja, stimmt. Damn it, Ewan. Wait! What are you doing? What? Why have you come all the way here to Tethe'ala? I'm here to save Colette. What good will saving the Chosen do? The relation of the two worlds vying for each other's mana will not change. Their positions have merely been reversed by the regeneration ritual. Has Tethe'ala begun to decline? Mein Vorschlag ist immer noch, wir suchen eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen besser zu balancieren. The Tower of Salvation can still be seen from this world as well. As long as that exists here, it means that this world is still flourishing. Although in the event that the Chosen becomes Martell's vessel, Tethe'ala will surely bid farewell to its era of prosperity. Okay. Damn it. Isn't there anything that can be done? Yggdrasil's the one that built this twisted world. Lord Yggdrasil does not consider it twisted. If you want to do something about it, use your own head. I thought you weren't going to make any more mistakes. Yeah, I'll do it. This stupid system of two worlds stealing mana from each other. I swear I'll change it. Well, do your best. Huh? I remember. Ist er jetzt gegen uns, für uns? Ist er jetzt plötzlich neutral? Was ist denn hier eigentlich los? That Pronema was the one on the projector at the Asgard Ranch. Ja.
That means she's a Desaian. Now that Kratos came to interfere and all, it looks like the Desaians and Crucius are really the same organization. Hmm. So sieht's aus. It would appear that Yuan is connected to Crucius as well. This is all so confusing. In other words, they're all our enemies, right? Yes. That means we must be careful of everyone, including the Renegades. Hm. Ja. Allerdings. Colette, is everything else back to normal? Besides your voice, can you feel things and such? Yep, I think I'm okay. Thanks, everyone. Aww. I'm sorry I made all of you worry so much. Ach, hör auf. Hey, you know what? I think I'm hungry for the first time in a long while. Dann lass uns doch einfach mal ein Camp aufschlagen und ordentlich was grillen, hä? Du kannst ein ganzes Schwein für dich haben. That's great. It looks like I still have wings, though. Oh. Oh, schön. Oh. Hmm. Just like I thought. Colette is definitely cuter when she smiles. Alter, du fängst dir gleich was. Let's see. Your Zelos? Oh, you remembered my name. We chosen have to stick together, you know what I mean? Ah. Fahr dich mal ein bisschen runter. Bleib mal so auf einer Armlänge Abstand, Freund. Okay. Now what shall we do? Since Colette has regained her soul, there's no need for us to head immediately back to Silverant, but... Was aber? We know what we have to do. We're going to search for a way to save both worlds in order to prevent any more Chosen like Colette. Klingt nach einer geilen Idee, da bin ich ja auch dafür, dass wir diesen Mana-Fluss einfach ausbalancieren. Die Frage ist nur, wie stellen wir den Mist an? I agree with Lloyd. I promise Sheena too. Colette. What about Prasea? It's not fair to keep dragging her around like this. Na, wir bringen sie jetzt erstmal heim, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit. I want to go home. Oh yeah, that's right. We need to bring Prasea to that cape chick. Unfortunately, I doubt we can use the Grand Hethiola Bridge anymore. Hmm. I have contacts in Meltokio. Let's ask them for help. But we're wanted traitors. Can we even get into Meltokio? Leave that to me. I know Meltokio like the back of my hand. All right. We're counting on you, Zelos. Ja, müssen wir ja leider. You got it. You can always count on me. Ach, genau das bezweifle ich halt. Now, my honeys, we're off to Meltokio. Genau deswegen bezweifle ich's. Colette? What's wrong, Lloyd? Welcome back. I'm glad to be back. Ich freue mich auch. Schön. Wir haben Colette wieder, Freunde. Wir haben Colette wieder. Als Belohnung darf sie auch direkt mitkämpfen. Dafür fliegt Zelos raus, die Pfeife. So, Freunde, wir machen uns einen Speicherstand und in der nächsten Folge sehen wir mal, ob wir Prasea nach Hause begleiten können. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!